Willkommen zu einer neuen Folge Sprechstunde. Hier beantworte ich heute mal wieder Fragen aus der Community zu gesundheitspolitischen Themen. Vielen Dank für Ihre und eure konstruktiven Fragen. Massow sagt, was sind die nächsten Schritte bei der Homöopathie? Naja, homöopathische Leistungen werden derzeit von den Krankenkassen erstattet. Als sogenannte Satzungsleistungen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Denn wenn die Krankenkasse so etwas erstattet, dann geht der Bürger davon aus, es muss auch wirken, denn sonst würde es ja nicht erstattet. Das ist aber nicht so, sondern bei der Homöopathie gibt es keinerlei Hinweise aus der Wissenschaft, dass es eine Wirkung gäbe. Und somit ist das im besten Fall Geldverschwendung, aber viel wichtiger ist es auch, dass also Menschen, die das falsche Signal bekommen könnten, sie tun etwas für ihre Gesundheit. Es gibt sogar Krebspatienten, die homöopathisch behandelt werden oder begleitbehandelt werden. Das ist einfach also nicht richtig. Wissenschaftlich ist an der Homöopathie nichts, muss raus aus der Erstattung. Das werden wir jetzt in einem unserer nächsten Gesetze umsetzen, im sogenannten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz 1, aber wird jetzt schnell gehen. Kevin fragt: Wird derzeit überhaupt am Mangel von HIV-Präparaten, PrEP-Präparaten gearbeitet? Wie schaut hier die Lösung des Gesundheitsministers aus? Naja, es gibt Probleme bei der Herstellung, es gibt aber auch eine erhöhte Nachfrage. Und Gott sei Dank, wir haben beim BfArM, also bei unserem Arzneimittelbundesinstitut, haben wir so eine Art Frühwarnsystem. So haben wir schnell gesehen, dass es bei der PrEP dort einen Mangel geben wird. Wir haben dem begegnen können, indem wir den Krankenkassen, ja, wir haben sie aufgefordert, die Mehrkosten für Medikamente auch zu übernehmen, die zum Beispiel aus dem Ausland importiert werden müssen, die keine also preiswerten Arzneimittel sind. Somit kommen wir da für die nächsten Wochen über die Runden. Gleichzeitig haben die Hersteller versprochen und tun das auch, die Produktion hochzuschrauben. Christian P. fragt, weshalb hält der Minister an den Gesundheitskiosken fest? Fast alle Gesundheitsberufe, Ärzte zum Beispiel, lehnen die Pläne doch ab. Sind das Parallelstrukturen? Nein, das sind keine Parallelstrukturen, weil in den Gesundheitskiosken wird nicht behandelt. Das ist ganz wichtig, sondern dort werden ein paar Routineuntersuchungen gemacht für Leute, die keinen Hausarzt zum Beispiel haben, weil sie zum Beispiel gar nicht versichert sind, weil sie Sprachbarrieren haben. Sonst wird doch nur der Zugang zum System vermittelt. Das heißt, wenn man in das Gesundheitskiosk reinkommt, dann kann man sich dort relativ leicht helfen lassen, zum Beispiel bei der Beschaffung eines Termins. Da kann dann geschaut werden, ist das jemand, der muss vielleicht ins Krankenhaus. Da kann also eine Routineuntersuchung gemacht werden. Das sind alles Möglichkeiten, die man dann niedrigschwellig hat, insbesondere in den Stadtteilen, wo es viel zu wenige Ärzte gibt, wo man einfach den Ärmsten in einer Region, wo es keine gute Versorgung gibt und auf absehbare Zeit auch wahrscheinlich kaum mehr Ärzte hinkommen, weil wir zu wenige haben, wo man einfach einen schnellen, einen einfachen Zugang zum System bekommt. Wie kann man den Praxenkollaps vermeiden? Das fragt Henk H. Wir wollen da helfen. Bei den Hausärzten wird eine Entbudgetierung kommen. Das ist etwas, was die Hausärzte schon lange verlangen, was auch richtig ist. Wir werden darüber hinaus die Praxen für die Hausärzte massiv entbürokratisieren. Das reicht dann zum Beispiel ein Telefongespräch. Dann kann der Arzt, der Hausarzt ein Telefongespräch in der Praxis abrechnen wie eine Beratung und auch klasse für die Patientinnen und Patienten natürlich. Man kann ein Rezept bekommen, indem man einfach anruft. Das Rezept muss man da auch nicht abholen. Das wird als E-Rezept dann in jede Apotheke gestellt. Das heißt, für eine Rezeptverlängerung oder ein neues Rezept, wenn ich in der Praxis bekannt bin, muss ich gar nicht in die Praxis kommen. Das Gleiche gilt auch für die Krankschreibung, für Kinder und für Erwachsene. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird auch elektronisch eingestellt. Somit fallen sehr viele Termine in den Praxen weg. Die Bürokratie wird weniger und die Praxen sind nicht mehr überfüllt. Dann kann der Arzt sich schon wieder oder die Ärztin sich auf die Patienten konzentrieren, die wirklich behandelt werden müssen, wo man denjenigen auch sehen muss. Also einfach eine bessere Medizin und weniger Bürokratie. Ali Y.
Er fragt nach unserem Screening-Angebot in der Vorbeugemedizin, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sehr wichtiges Gesetz, weil bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sieht es in Deutschland nicht gut aus. Dort haben wir sehr hohe Fallzahlen. Wir haben viele Herzinfarkte, viele Schlaganfälle. Bei der Vorsorge ist hier das Wichtigste, dass man diese Risikofaktoren, erhöhte Cholesterinwerte, beginnender Diabetes, Bluthochdruck, dass man diese Risikofaktoren, das sind ja eigentlich einfache Risikofaktoren, dass man die früh erfasst. Daher wollen wir bei Kindern, 25-Jährigen, 35-Jährigen, bei 50-Jährigen, wollen wir niederschwellig nach diesen Risikofaktoren fahnden. Das hat sich gelohnt in den Ländern, wo das gemacht wird. Damit ist es in skandinavischen Ländern gelungen, die Zahl vermeidbarer Schlaganfälle und Herzinfarkte zu drücken. Den Erfolg wollen wir auch haben. Letzte Frage von Andrea von H. Wann hören Sie den Apotheken zu und beschließen eine angepasste Honorierung unserer täglichen Arbeit? Also zunächst einmal, wir hören den Apothekerinnen und Apothekern sehr genau zu. Wir lesen alles, was dort also vorgetragen wird. Wir treffen uns mit den Verbänden. Und die Reform kann nicht die sein, dass wir einfach sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Aber wir geben euch einfach mehr Geld. Wir müssen uns auch ehrlich machen und müssen sagen, ist es nicht möglich, dass wir einige der Leistungen, die jetzt von Apothekerinnen und Apothekern erbracht werden, telepharmazeutisch erbracht werden. Telepharmazeutisch bedeutet, in der Mutterapotheke ist die Apothekerin und wenn es dann eine Frage gibt durch die pharmazeutisch-technische Assistentin, dann wird die also Apothekerin aus der Mutterapotheke zugeschaltet, dann kann das beantwortet werden. Aber die eigentliche Abgabe der Medikamente würde dann durch pharmazeutisch, also technische Assistentinnen oder Assistenten passieren. Das passiert ja auch jetzt schon in vielen Präsenzapotheken. Wir werden die Notdienste besser bezahlen, das ist ganz klar. Und wir stellen die Honorierung ein bisschen um. Aber es ist eine Reform, wo wir auch die Telepharmazie unbedingt umsetzen müssen, weil wir werden sonst nicht genug Apothekerinnen und Apotheken haben, sodass wir also uns hier schon mit der Telepharmazie etwas verbreitern müssen.